Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, Recht und Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Warme Gott helfe. Mit der Vereidigung Lothar de Maizières und seiner Minister hat die DDR seit heute eine aus demokratischen Wahlen hervorgegangene Regierung. Und damit guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Der Ministerpräsident und die 23 Mitglieder seines Kabinetts waren zuvor auf der zweiten Volkskammertagung gewählt worden. Allerdings erhielten sie bei weitem nicht so viel Stimmen, wie sie die Parteien der Großen Koalition im Parlament besitzen. Begonnen hatte die Volkskammertagung mit einem Eklat. Ihre erste Stunde wurde von heftigen Auseinandersetzungen beherrscht, die schließlich zur Unterbrechung führten. Anlass war ein von der CDU eingebrachter zusätzlicher Tagesordnungspunkt, die Verfassung wegen einer neuen Eidesformel zu ändern. Es gab wohl niemanden, der heute Vormittag noch daran zweifelte, der neue Regierungschef heißt Lothar de Maizière. Etwas überraschender war da schon das Abstimmungsergebnis. Mit 265 Abgeordneten votierte zwar eine deutliche Mehrheit für den CDU-Politiker, da aber das Koalitionsbündnis insgesamt über 303 Mandate verfügt, liegt auf der Hand, dass es auch aus den eigenen Reihen Gegenstimmen oder Enthaltungen bei der geheimen Wahl gegeben haben muss. Wie dem auch sei, die künftigen Geschicke der DDR wird de Maizière nun maßgeblich mitbestimmen und dabei setzt der neue Ministerpräsident in erster Linie auf sein ja nicht gerade klein zu nennendes Kabinett. Nun, ich denke, es wird in den nächsten Monaten sehr schwierige Entscheidungen geben, auch Entscheidungen, die nicht von allen Menschen als gut oder befriedigend empfunden werden. Ich glaube, dass wir in der Politik in besonderer Weise auf Kompromisse angewiesen sein müssen in der vorliegenden Lage, und das trägt sich besser, wenn es auf mehreren Schultern getragen wird. Begonnen hatte die zweite Sitzung der neuen Volkskammer allerdings mit einem Eklat, hervorgerufen durch einen Antrag der CDU, die Tagesordnung mit der Beschlussfassung über eine neue Eidesformel zu erweitern. Äußerst kontrovers der sich anschließende Schlagabtausch für und wider und letztlich kein für alle annehmbares Ergebnis. Scharfe Töne vor allem von der Oppositionsfraktion Bündnis 90 Grüne, zu Zeiten auch direkt an die Adresse der Parlamentspräsidentin, der sie vorwarfen, parteiisch zu sein. Schließlich verließen 20 Abgeordnete den Saal, mit ihnen auch Volkskammervizepräsident Dr. Wolfgang Ullmann. Nach Abstimmungsverwirrspiel und einer halbstündigen Unterbrechung wurde von den Fraktionsvorsitzenden dann letztlich aber die Entscheidung der Chefin des Hohen Hauses akzeptiert und das Thema Eidesformel auf die Tagesordnung gesetzt. Und am späten Nachmittag gab es ja tatsächlich auch noch die notwendige Einigung. Dann ging es zum eigentlich ersten Programmpunkt. Und da bekannten sich die frei gewählten Parlamentarier klar zur Verantwortung der Deutschen in der DDR für ihre Geschichte und Zukunft. In der von Präsidentin Sabine Bergmann-Pohl verlesenen Erklärung wird daran appelliert, die Schuld am nationalsozialistischen Völkermord, vor allem an den Juden, niemals zu vergessen. Das Parlament wolle sich nun um diplomatische Beziehungen und vielfältige Kontakte zu Israel bemühen. An die Bürger der Sowjetunion gewandt, sprach man sich dafür aus, den Prozess der Versöhnung beider Völker fortzusetzen, und bei der Tschechoslowakei entschuldigt man sich für den Anteil der DDR an der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Was die im Ergebnis des Zweiten Weltkriegs entstandenen Grenzen zu allen Anrainerstaaten betrifft, unterstrichen die Fraktionen erneut, diese ohne Bedingungen anzuerkennen. Insbesondere das polnische Volk soll wissen, dass sein Recht in sicheren Grenzen zu leben, von uns Deutschen weder jetzt noch in Zukunft durch Gebietsansprüche in Frage gestellt wird. Ähnliche Einmütigkeit wie bei dieser Erklärung auch bei einem Beschluss über die Aufgaben eines zeitweiligen Ausschusses zur Stasi-Problematik. Danach werden nun die Unterlagen derjenigen Abgeordneten überprüft, bei denen Verdacht auf eine hauptamtliche oder informelle Mitarbeit bei der ehemaligen Behörde besteht. Eventuell Betroffenen wird der Rücktritt aus der Volkskammer empfohlen. Am Nachmittag dann noch eine Wahl, die der Regierungsmannschaft von de Maizière nämlich, und zwar im Block, geheim wieder und mit mehrheitlichem Votum.
11 Ministerposten also für die CDU, 7 für die SPD, die Liberalen besetzen 3, die DSU 2 und schließlich der DA einen Sessel. Der neue Regierungschef nutzt diese Gelegenheit, dem alten Kabinett und vor allem seinem scheidenden Vorgänger Hans Modrow, dem Runden Tisch und der Kirche zu danken für eine aufopferungsvolle Arbeit in nicht leichter Zeit und wendet sich dann an die Bürgerinnen und Bürger der DDR. Gehen Sie bitte von der festen Überzeugung aus, dass diese Regierung mit Zuversicht, mit Augenmaß und in großer sozialer Verantwortung die Probleme angehen wird, die vor uns allen stehen. Dabei geht es um die Festigung der demokratischen Ordnung und um den Frieden nach innen und es geht um den Geist friedlicher und freundschaftlicher Nachbarschaft nach außen. Unser Ziel ist die staatliche Einheit Deutschlands in einem einigen Europa. Während heute Vormittag in der Volkskammer noch über die Tagesordnung gestritten wurde, versuchte man davor auf lautstarke Weise das Thema Agrarpolitik auf eben diese zu bringen. Bauern aus Berlin, Frankfurt-Oder, Cottbus und Potsdam machen ihren Sorgen lautstark Luft. Es geht um unsere Existenz. Du, ich, er. Wir sind alle für 300, 400, 500 Genossenschaftsbauern verantwortlich, dass die einen Arbeitsplatz haben, dass die Auskommen haben. Die haben 40 Jahre. Rummischofte, zu Hause noch, im Betrieb noch, um den Versorgungsauftrag zu erfüllen. Man hat alles vorher verschaubelt und jetzt noch mehr. Und sollen wir es jetzt nur gefallen lassen? Das kann nicht sein. Und da muss, egal, ob wir auch hier und da Differenzen haben, Bauernverband, Genossenschaftsverband, müssen wir alle jetzt zusammendrücken. Die Schwemme landwirtschaftlicher Produkte aus der BRD droht den DDR-Markt zu erdrücken. Deshalb die Forderung der Bauern, die Regierung solle den Absatz ihrer Erzeugnisse gesetzlich schützen. Protestiert wurde auch in Salzwedel mit der einstündigen Sperrung eines Grenzübergangs. Weitere Aktionen, so die Bauern, seien nicht ausgeschlossen. Gegen 14 Uhr dann zeigte das Ganze Wirkung. Die Präsidenten des Genossenschafts- und Bauernverbandes wurden von Frau Dr. Bergmann-Pohl empfangen. Inzwischen hat der neue Ministerpräsident den Bauern versprochen, dass er sich um ihre Sorgen und Nöte kümmern wird. Die Präsidenten der beiden Agrarverbände erklärten, dass sie diese Zusage zunächst akzeptieren wollen. Die Regierungserklärung wird Ministerpräsident Lothar de Maizière am Donnerstag nach Ostern vor der Volkskammer abgeben, teilte der neue Regierungssprecher Matthias Gehler mit. Anschließend könne mit Verhandlungen über einen Staatsvertrag zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion mit der BRD begonnen werden. Unmittelbar im Anschluss an die Volkskammertagung konstituierende Sitzung im Ministerrat. In diesem Kreis wird man nun wöchentlich zusammenkommen, die notwendigen Schritte beschließen, Gesetzesvorlagen anregen, um getreu dem Koalitionsvertrag Wohlstand für alle Bürger zu sichern, Freiheit und Gerechtigkeit durchzusetzen und die deutsche Einheit nach Artikel 23 des Grundgesetzes vertraglich vorzubereiten. Dem Kabinett gehören neben Lothar de Maizière 3 Minister der Modrow-Regierung an. Walter Romberg, SPD, verantwortlich für Finanzen und mit 62 Jahren ältester Minister. Rainer Eppelmann, demokratischer Aufbruch, zuständig für das Ressort Abrüstung und Verteidigung. Justizminister Kurt Wünsche von den Liberalen. 4 Frauen hat Lothar de Maizière in sein Kabinett genommen. Arbeit und Soziales, Handel und Tourismus, Familie und Frauen sowie Jugend und Sport sind ihre Bereiche. Dem Letzteren steht Cordula Schubert vor, mit 31 Jahren jüngstes Kabinettsmitglied. Nach einer Stunde Antrittsberatung demonstriert die Regierung vor der Presse, was sie in den nächsten Wochen am nötigsten braucht. Geschlossenheit, Souveränität und Optimismus. Vor der Volkskammersitzung hatten die an der neuen Regierung beteiligten Parteien die Koalitionsvereinbarung unterzeichnet. 3,5 Wochen nach der historischen Wahl vom 18. März, heute Schlussstrich unter die Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung. Was tat es da, dass sich die Unterzeichnung um eine halbe Stunde verzögerte? Der Vertrag war auf der Strecke geblieben. Aber schließlich war man in den vergangenen Tagen Ärgeres gewöhnt. Nun aber besiegelten die Parteivorsitzenden, de Maizière CDU, Meckel SPD, Ebeling DSU, Ortleb für die Liberalen, Eppelmann demokratischer Aufbruch und dann auch die Fraktionsvorsitzenden mit ihrer Unterschrift die Große Koalition. Als Ziele der Koalition werden im Dokument genannt, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit für alle DDR-Bürger, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Die Einheit Deutschlands soll nach Verhandlungen mit der BRD auf Grundlage des Artikels 23 zügig und verantwortungsvoll für die gesamte DDR gleichzeitig verwirklicht und somit ein Beitrag zur europäischen Friedensordnung geleistet werden.
Ministerpräsident de Maizière sind heute aus der BRD zahlreiche Glückwünsche zugegangen. Bundeskanzler Kohl betonte, er sei sich mit dem neuen Kabinettschef einig, dass es auf dem Weg zur deutschen Einheit insbesondere darauf ankomme, den wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Menschen in der DDR gerecht zu werden. Nunmehr könne die alte Vision deutscher Politik Wirklichkeit werden, dass in einem freien und geeinten Europa ein freies und geeintes Deutschland existiere. Von dessen Boden müsse stets Frieden ausgehen. DDR-Premier de Maizière hat am Abend deutliche Erleichterungen des Grenzverkehrs zu Ostern zwischen beiden deutschen Staaten angekündigt, damit es nicht zu großen Staus kommt. An die DDR-Verantwortlichen würden entsprechende Anweisungen gegeben. Angesichts des zu erwartenden Verkehrschaos gab eine große BRD-Tageszeitung heute den Tipp, sich das Spektakel doch besser zu Hause am Bildschirm anzusehen. Gründonnerstag, die Blechlawine rollt an. Mit täglich 120.000 zusätzlichen Fahrzeugen über Ostern rechnet die Ostberliner Verkehrspolizei. Eingerichtet wurden heute drei neue grenzüberschreitende BVB-Buslinien. Linienverkehr über den Potsdamer Platz gab es seit 1946 nicht mehr. Nach 28 Jahren hielt erstmals wieder die U-Bahn an der Bernauer Straße. Das liegt im Bereich der U-Bahn-Linie 8. In der Nähe des Hauptbahnhofes können nun Fußgänger und Radfahrer die Grenze passieren. Ein Hubschrauber späht im Berliner Raum und liefert erstmals Bilder direkt zur Verkehrslenkungszentrale im VP-Präsidium. Die Zusammenarbeit zu unseren Kollegen in Westberlin bzw. der Bundesrepublik ist sehr gut. Es ist eine neue Qualität der Arbeit überhaupt. Da haben wir also zum Beispiel die Information, dass im Bereich Nürnberg bzw. Hirschberg in Richtung Nürnberg am Güst ein C-Flüssigerverkehr von ca. 40 Kilometern auf der Autobahn ist. Also ich kann nur empfehlen, dass man seine Fahrzeit ein bisschen verlagert, vielleicht in die späten Abendstunden oder Nachtstunden oder morgen früh sehr früh losfährt, denn auch morgen und an den nächsten Tagen erwarten wir einen sehr starken Fahrzeugverkehr. Am Grenzübergang Hirschberghof von Thüringen nach Bayern ging es zur Gründonnerstag-Nachmittagsstunde noch mehr von Ost nach West, denn umgekehrt. Vorgezogener Feierabend. Allein im vogtländischen Plauen fahren zusätzlich zu den 57 fahrplanmäßigen noch 10 Entlastungszüge, vor allem im grenzüberschreitenden Verkehr. Den Verkehrsinfarkt allerdings erwarten die Experten erst für Ostermontagnachmittag, wenn zeitlich konzentriert die Rückreisewelle rollt. Der Leipziger Gewandhauskapellmeister Kurt Masur wird neuer Chefdirigent der New Yorker Philharmonie. AP zufolge beginnt Masur seine fünfjährige Arbeit mit der Saison 1992-93. Der palästinensische Präsident Arafat ist heute zu einem zweitägigen offiziellen Besuch der CSFR in Prag eingetroffen. Bei seiner ersten Visite seit dem Machtwechsel wurde er von Präsident Havel empfangen. Nach der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Israel hatte sich das tschechoslowakische Staatsoberhaupt wiederholt als Vermittler im Nahostkonflikt angeboten. Im Gespräch mit Vertretern von Parteien schlug der PLO-Vorsitzende erneut einen Vertrag nach dem Muster Namibias vor, um zu Frieden im Nahen Osten zu kommen. In Natal wurden weitere Opfer der jüngsten schweren Unruhen beigesetzt. In der südafrikanischen Provinz soll auf Vorschlag der Kirche eine unparteiische Friedenstruppe gegründet werden, da die Polizei auf Seiten der konservativen Zulu-Bewegung in Kader steht. Diese kämpft gegen die dem ANC nahestehende Vereinigte Demokratische Front, UDF. Die Kirche will nun vermitteln. Entsprechende Vorschläge gingen auch an Südafrikas Präsident de Klerk. USA-Präsident Bush hat Vertreter der Exilbalken im Weißen Haus in Washington empfangen. Die dabei vorgetragene Forderung nach Anerkennung der Landsbergis-Regierung in Litauen lehnte Bush ab. Der oberste Sowjet Estlands hat ein Gesetz beschlossen, das den Bürgern dieser Sowjetrepublik den Dienst in der UdSSR-Armee verbietet. Der Militärdienst in der Sowjetarmee sei für rechtswidrig erklärt worden, weil es sich bei Estland um ein besetztes Gebiet handelt. Die rumänische Regierung hat dem Ex-König Mihai die Einreise verwehrt. Der seit 40 Jahren im Schweizer Exil lebende Monarch erklärte in Genf, er wolle trotzdem sein Land so schnell wie möglich privat besuchen.
Ein rumänischer Sprecher hatte nach dem Visumsentzug erklärt, vor den Wahlen würde ein Besuch Mihais negative Folgen für die Ruhe im Lande und für seine persönliche Sicherheit haben. Der Rauschgiftkrieg in Kolumbien geht weiter. Bei der Explosion einer Autobombe in Medellin kamen 16 Menschen ums Leben, 73 wurden zum Teil schwer verletzt. Der Sprengsatz wurde ferngezündet, als ein mit Polizisten besetzter Lastwagen vorbeifuhr. Immer häufiger sind Polizeibeamte Zielscheibe der Mafia. Nach Angaben der Behörden sollen die Bosse des weltgrößten Drogenumschlagplatzes mehr als $4.000 Kopfgeld für jeden getöteten Polizisten ausgesetzt haben. Vor dem Seegericht in Kopenhagen hat der leitende Ingenieur der Scandinavian Star ausgesagt, dass die führenden Offiziere die brennende Fähre zu früh verlassen haben. Während des Feuers habe der Kapitän die voll funktionstüchtige Maschine des Schiffes selbst gestoppt und keinen Versuch gemacht, durch ein Wendemanöver die Rauchentwicklung zu vermindern. Bei der Schiffskatastrophe im Skagerrak waren am vergangenen Sonnabend mindestens 186 Menschen ums Leben gekommen. Zwei bewaffnete Posträuber, die gestern diesen Expresszug zwischen Köln und Düsseldorf überfallen hatten, konnten heute von der Polizei verhaftet werden. Die Gangster hatten drei Beamte überwältigt. Sie erbeuteten Münzen und Banknoten im Wert von 1,6 Millionen D-Mark. Die maskierten Täter hatten sich vor Abfahrt im Zug versteckt. Als dieser dann eine Baustelle langsam durchfuhr, sprangen sie offenbar ab. Verletzt wurde niemand bei diesem ersten Überfall auf einen Postzug in der Geschichte der Bundesrepublik. Bei Startvorbereitungen eines Kampfflugzeuges der UdSSR-Westgruppe auf dem Flugplatz Tutor, Kreis Demmin, wurden durch einen technischen Defekt zwei Luft-Boden-Raketen gezündet. Eine detonierte auf dem Gelände des Flugplatzes, die zweite beschädigte ein Getreidesilo. Personen kamen nicht zu Schaden. Die 43. Friedensfahrt ist gesichert. Die Dreiländertour wird mit 15 Mannschaften, wie vorgesehen, am 8. Mai in Berlin gestartet und führt über 11 Etappen durch die CSFR nach Bielsko-Biala in Polen. Es ist arg mitgenommen, das neue Museum, ohne dass das Ensemble hochkarätiger Kunstsammlungen im Herzen Berlins einfach nicht komplett ist. Aber das soll nicht so bleiben. Seit September vergangenen Jahres läuft der Wiederaufbau und der wird nicht nur eine Menge Zeit, sondern auch eine Menge Geld kosten. Insofern war der symbolische Scheck für einen Betrag von 300.000 D-Mark, den DFF-Generalintendant Hans Benzin heute dem Generaldirektor der staatlichen Museen zu Berlin, Günter Schade, überreichte, durchaus willkommen. Das Spendengeld stammt aus der Versteigerung des ersten Werbeblocks, der am Dienstag zum Auftakt des Werbefernsehens im Deutschen Fernsehfunk gesendet werden soll. Sehenswertes bietet ab heute die wiedereröffnete Berliner Gartenschau. Erstmals wird der diesjährige vierte Saisonauftakt gemeinsam mit Kollegen des Westberliner Garten Britz vollzogen. Den wenigen Besuchern boten sich heute, neben den Frühlingsboten wie Tulpen, Osterglocken und Primeln, vor allem interessante Wasserspiele in den vielen Sprudel- und Quellengärten. Höhepunkt hierbei dürften wohl die tanzenden Fontänen mit raffinierten Beleuchtungseffekten sein. Für Abwechslung sorgen weiterhin Blasmusik im Bierzelt, Eier vom Osterhasen besonders für die Kleinen und Pflanzenverkäufe aller Art. Die gastronomischen Einrichtungen halten kulinarisches parat. Am Ostersonntag wird sich dann zum ersten Mal das beliebte Ausflugsziel der Westberliner Garten Britz mit einer Verkaufsschau und Informationsständen präsentieren. Zu hoffen ist, dass das Osterwetter Sonnenschein spendiert, damit die Blütenpracht der Berliner Gartenschau ins rechte Licht rückt. Und hier die Wetteraussichten. Nachts vorübergehend aufklarend, örtlich Nebelbildung 6 bis 0 Grad. Morgen wolkig mit Aufheiterungen, nur vereinzelt Niederschlag, 8 bis 14 Grad. Meine Damen und Herren, die aktuelle Kamera meldet sich wieder im ersten Programm um 21.35 Uhr mit Kurznachrichten. Und um 22 Uhr im zweiten Programm mit AK2 und dazu folgenden Themen. Neu bürgerlich, Koalitionsregierung in Amt und Würden. Chaotisch. Ostertrabbel bei der Reichsbahn. Exzentrisch. Eiertanz made in USA. Dem aufmerksamen Autofahrer,
dürfte es schon bald schwerfallen, hier an der Autobahn freundliche Einladungen zu übersehen. Die Supermärkte kommen. Ihre ersten, freilich noch ganz winzigen Vorreiter sind schon da. Eben hier, wo sich diese Spezies modernen Einkaufs offenbar am wohlsten fühlt. An den Autobahnzubringern. Ein cleverer Westberliner Händler hat fast über Nacht das ehemalige Kartoffellager einer LPG in einen smarten Siedlermarkt verwandelt. Freie Marktwirtschaft macht's möglich. Und der des Anblicks übervoller Regale entwöhnte DDR-Kunde sieht, staunt, schimpft und kauft. Wie finden Sie denn das, was Sie hier so sehen? Naja, schon nicht schlecht, aber das nicht die Geld fehlt dazu. Und wenn du jetzt die Preise so siehst, schüttelt man erstmal mit dem Kopf, denn der Verdienst ist ja bei uns, wissen Sie ja alle, überall. Der Verdienst ist eben halt nicht so. Und Neumann guckt sich eben dann ein bisschen die Nase breit. Ne? Ein paar Kilometer weiter. Wer bauen will, ist hier an der Quelle. Alles, was des Bauherrn Herz begehrt, vom Schmuckfries bis zur Tapete. Wenn man jetzt was unbedingt braucht, ist es schon ganz schön happig, wenn man dann 1:4 rechnet. Aber wenn man es sonst nicht bekommt, kauft man es dann doch. Das Angebot ist beeindruckend, überraschend. Aber die Preisrelation stimmt in keinem Verhältnis. Und uns macht die Entwicklung in unserem Land große Sorge. Wir kommen aus dem großen Industriebetrieb und wir bangen im Moment um unsere Arbeitsplätze. Rund 1000 Quadratmeter unter einem Dach, das klingt passabel, aber gemessen an dem, was nachfolgen soll, ist es die Mücke auf dem Rössel des Elefanten. Ein Westberliner Stadtrat hat die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Wolfgang Branoner leitet aus seiner Intimkenntnis vorliegender Projekte einen ihn schockierenden Eindruck her, nämlich den, dass internationale Investoren am Berliner Außenring eine Kette von Einkaufsgroßzentren projektieren, und zwar auf jeweils 60, 80 und mehr Hektar. Was für DDR-Ohren zunächst mal verlockend klingt, nämlich die Vorstellung von Angebotsvielfalt bei niedrigen Preisen, sieht Branoner mit Besorgnis. Ja, da stand was groß ziehen. Ich habe die Sorge, dass durch eine mangelnde Planung, durch ein nicht abgestimmtes Ansiedeln von Großfabriken, Großhandelszentren, das sind ja nicht normale Supermärkte, dass man hier die Region auf der einen Seite zersiedelt, kaputt macht, auch in Gebieten, die man nicht bebauen sollte, und dass auf der anderen Seite wegen dieser Nichtabstimmungen auf der einen Seite hin kein Gewerbe sich entwickeln kann, nämlich im Umland, da wo es auch erforderlich ist, und in den kleineren Städten und Gemeinden um Berlin herum. Und auf der anderen Seite hier aus Berlin, sowohl etwa aus Treptow, wenn man jetzt das vor den Toren Neukölln sieht, aus Treptow, Neukölln bis hin nach Zehlendorf, Kaufkraft abgezogen wird und ein regelrechter Einkaufstourismus entsteht, der das Umland erheblich belasten wird. Besorgnisse, die einleuchten, zumal in der DDR überlegte Flächennutzungspläne und Antikartellgesetze noch fehlen. Aber vielleicht ist es gerade das, dieses Vakuum, was die Riesen lockt. Vielen Westberliner Kleinhändlern ist offenbar bei dieser Vorstellung nicht wohl. Wenn jetzt, wie es hier in der Zeitung steht, Supermärkte wie die Pilze aus dem Boden schießen, rings um Berlin. Das fände ich weniger gut, weil Supermarkt ist einfach nur ein Massenangebot. Und da verliert man den Überblick. Das ist meine Meinung. Aber wir sind da zu klein, um was zu machen da. Die Großen haben das Geld, wir nicht. Es müsste eine gewisse Anzahl von Supermärkten geben, um die Versorgung zu gewährleisten. Aber die kleinen Läden sollten auch bestehen bleiben. Der Meinung bin ich. Weil die großen Märkte die kleinen kaputt machen. Ich bin kaputt gemacht worden durch den Großen, deswegen bin ich auf dem Markt gelandet. Ganz anders die vorherrschende Reaktion im Ostteil der Stadt. Wochenmarkt in Pankow. Vom Prinzip her stört mich das nicht. Ich verstehe nur nicht, warum unsere Leute dazu nicht in der Lage sind. Ich brauche doch nicht Obi oder sonst wem oder Allianz oder nicht Allianz hier. Ich möchte lieber einen Konsum. Kaffeekanne, der Konsum kann auch einkaufen und einen Supermarkt aufmachen. Verstehe ich nicht, warum die Leute das nicht bringen. Erstmal soll die Mark eins werden und dann werden wir schon klar sehen. Na? Angst haben Sie nicht? Nö, warum denn? Na, unsere Schnauze kann doch keiner überbieten hier. Wir sind Berliner und da brauchen wir keine Angst haben wollen vor irgendeinem Supermarkt oder was. Einen Markt gibt es immer und im Supermarkt wird der Kunde
Naja, der wird da behandelt, der nimmt da seine Kiste und ist gut. Ah, hier kriegt er einen kleinen Witz und schon kauft er. Und das haben wir hier schon ewig gemacht und das machen wir auch weiter. Da haben wir vom Supermarkt keine Angst. Aber der Aufmarsch der Marktriesen hat noch bedenklichere Seiten. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie sie sich ihr Terrain erschließen. Etwa hier dieses Areal im Süden Berlins am Grünauer Kreuz. Geplant unter anderem 2 Selbstbedienungswarenhäuser, ein Freizeitpark. Der 42 Hektar Schlag, vor dem wir hier stehen, Herr Kind, ist von Ihnen kürzlich verpachtet worden. Natürlich in genauer Kenntnis des geplanten Verwendungszwecks. An wen haben Sie verpachtet? Wir haben verpachtet an IFP Köln. Das ist ein Ingenieurbüro für Projektmanagement, die im Prinzip die Gesamtprojektierung übernehmen. Es ist natürlich zu vermuten, dass dahinter eine größere Handelskette steckt. Oder sehe ich das falsch? Da stecken mehrere Handelsketten dahinter, beziehungsweise es ist ja so vorgesehen, dass das ein großflächiges Einkaufszentrum wird mit einem Erholungswert. Der Direktor des volkseigenen Gutes nennt gute Gründe für den Pachtvertrag, stadtökologische und soziale, unter anderem die sehr niedrigen Bodenwertzahlen, die hier eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft künftig kaum noch zulassen. Andererseits aber kann es doch wohl kaum in der Vollmacht eines Betriebsdirektors liegen, so wichtige Struktur- und Eigentumsfragen allein aus der Sicht seines Betriebes bzw. seiner Gemeinde zu entscheiden. Hat der Westberliner Stadtrat recht, wenn er gefährlichen strukturellen Wildwuchs in der DDR beklagt? Es handelt sich ja wohl doch hier um volkseigenen, staatseigenen Grund und Boden, über den Sie verfügen, sagen Ihre Kritiker, wie ein Privatbesitzer. Ja, ich würde das absolut nicht so sehen. Die erste Zustimmung, die ich mir eingeholt habe, ist die Zustimmung der Belegschaft. Und wir sind auf dieser Fläche sowohl Rechtsträger als auch Nutzer. Es ist Eigentum des Volkes. Also demzufolge haben wir auch das Recht dazu, das zu tun. Denn ich bin als Direktor dieses Betriebes berechtigt, Verträge zu unterzeichnen. Natürlich bei solchen wichtigen Vorhaben immer im Einvernehmen und mit Zustimmung der BGL. Alle Gewalt geht vom Volke aus. Das Portal zum Rat des Bezirkes Potsdam. Lange, viel zu lange, so scheint mir, hatte der Sog des Oktobersturms die Träger öffentlicher Gewalt entscheidungsunschlüssig oder gar unfähig gemacht. Das ändert sich jetzt wohl. Für Projekte in dieser Größenordnung, von denen Sie gesprochen haben, sehe ich eigentlich überhaupt keine Chance. Und zwar deshalb in erster Linie nicht, weil Sie nicht unsere Zustimmung finden. Das schließt nicht aus, dass wir an bestimmten Standorten perspektivisch prüfen werden, Märkte zu bauen, weil wir davon ausgehen, dass auch die Bürger in unserem Land solche Einkaufsbedingungen haben müssen. Und wenn man das insbesondere projiziert auf die Städte, die Erweiterung der Städte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, die Neubausiedlungen, in denen eine Infrastruktur in der Weise kleiner Handelsgeschäfte nicht gegeben ist, sind Märkte sicherlich erforderlich. Aber ganz gewiss nicht in einer solchen Größenordnung. Und wie groß sie sein werden, werden wir auch mit den Händlern beraten. Nehmen wir mal den Fall Wassmannsdorf. Da gibt es einen Pachtvertrag mit einem Kölner Ingenieurbüro, wie man hört. Was ist in diesem Falle geschehen? Was ist zu tun? Dieser Vertrag ist aus unserer Sicht nicht rechtskräftig und auch nach Konsultation mit dem örtlichen Rat des Kreises findet er auch nicht die Zustimmung des Rates des Kreises. Alle daraus möglichen Sanktionen sind durch den Vertragspartner, den Direktor des volkseigenen Gutes, so viel mir das bekannt ist, alleine zu tragen.